Geschichte aufgekommen ist. Bamberg braucht offensiven Output. Nur noch 45 Sekunden und sie haben gerade mal 9 Punkte gemacht. Das ist ein ganz wilder von Heckmann. Aber sie gehen nach und Rubens macht ihn am Ende rein. Zu Augustin Rubens zuzumachen, hier sehen wir es. Auch Jan sinkt da weit ab und er will genau, dass Heckmann diesen Wurf nimmt. Bamberg ist dann aber in Überzahl und hat vor allem Größenvorteile. Alex, ist jetzt Zeit für Tyrese Rice oder ist es genau die falsche Ansage, jetzt auf irgendwelchen Euroball zu gehen? Boah, es ist schwierig. Also es ist erstmal wichtig, dass die Würfe treffen. Und da haben wir den ersten Dreier bei Bamberger im 13. Versuch. Und Bamberg arbeitet sich ran. Jawohl. Rubi zum Ausgleich. Jetzt wird Bamberg. Rubens. Jetzt vielleicht mal sich was selber kreieren. Rubens aus der Mitteldistanz. Kann er. Ja, ist natürlich immer die Frage. Rubens sind die passender gegen Fechter. Rubens aber mit mehr offensiver Qualität. Rubens. Oh, da war ein bisschen überrascht, dass plötzlich so viel Parkett vor ihm frei war. Aber er nutzt es wieder. Transition-Verteidigung, also die Bewegung von Angriff auf Verteidigung bei den Bambergern unterm Korb komplett frei, Herkenhoff. Und wir haben das, Alex, in dieser Saison bei den Bambergern einfach zu oft gesehen. Rubens macht die nächsten Punkte. Die Offensive ist nicht das Problem. 20 Mal über... Die klare Stärke. Sie müssen auch jetzt, heute und hier wieder defensiv Gas geben. Mehr Intensität ausstrahlen, als das jetzt in den ersten Minuten der Fall war. Offensiv haben sie einen guten Rhythmus. Zähler auf Rubens und Rubens trifft und trifft und trifft. Da siehst du, trifft. Siehst du was. 14 Ballverluste. Fechter nur 4. Das ist gut von Rubens. Harris, Rubens. Ausgleich. Harris ist ein super guter Passgeber, findet immer wieder seine Mehrstelle sein. Herkenhofer hat, glaube ich, am linken Arm hinten einen kleinen Cut. Gut von Jesus auf Rubens, der geht an die Linie. Also der hat sich die großen Filetstücke alle... Der Bank sitzt aber bisher noch nicht gespielt hat. Ein Nash und auch ein Hinrichs. Und in dem Moment mussten natürlich... Kommt Bamberg nochmal rein in dieses Spiel. Rice. Rubens. Wichtiger Dreier. Wieder Rice mit seiner Penetration. Tyrese Rice. Herkenhoff, fast klaut er da den Ball. Rubens. Foul von Christen. Wie aggressiv Fechter immer auf den ballführenden Spieler geht. Wie schnell ein Fechter. Ich will auch was davon. Wie können die mit 7 Mann das durchhalten? Jetzt schon im zweiten Spiel. Ich verstehe es nicht. Rubens verkürzt auf einen. Jesus. Guter Pass. Rubens aus der Ecke. Rubens für 3. Das ist Nikos Jesus at his best. Super gut zum. Harris. Rubens. Augustin Rubens legt sich Christen zurecht. Müssen noch mehr. Aber es sind 5 Punkte Rückstand. TJ Bray. In and out. Okay. Das reicht. Auch der war fast noch drin von Bray. Aber auch er ist halt nur ein. Sollte aus Bamberger Sicht jetzt den Strich drunter machen. Zweiter drin. Deckel drauf. Aber was für ein Spiel. Was für ein Fight.